Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte: O Gesandter Allah, ich bin verdorben gegangen, verdorben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Was hast du getan? Der sagt: Ich habe mit meiner Frau Geschlechtsverkehr während Fasten von Ramadan gehabt. Das wird am Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn was befragt und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dann befreie einen Sklaven. Der hat gesagt: Ich habe keinen Sklaven. Der sagte: Dann faste 2 Monate. Er hat gesagt: Ich bin krank. Ich kann nicht fasten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dann spende für 60 Armen Essen. Das bedeutet, speise 60 Armen. Der sagt: Ich bin arm, ich kann das nicht machen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm Datteln gegeben und er sagt: Okay, dann verteile das auf die Armen. Der hat gesagt: Gibt es Ärmeren in Medina, zwischen den beiden Teilen von Medina, ärmer als meine Person? Das bedeutet, ich bin so arm in Medina. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Okay, nimm das für dich und für deine Familie.